Ja, nochmal hallo, es geht weiter. Endspurt, hat der Felix eben gesagt. Jawohl. Endspurt mit einem Management-Thema. Nee, mit 10.000 PS. Mit 10.000 PS, gut, das wird auf jeden Fall ein schneller Endspurt. Wir geben nochmal richtig Vollgas. Ja, Business Agility ist ja das große Thema. Spätestens seit Safe 5.0 ist es ganz fest reingeschrieben. Was erwartet uns denn jetzt, Felix? Ja, also Bernd ist Managementberater für die Kegon und arbeitet da mit einem besonderen Schwerpunkt auf HR-Themen. Also es ist wirklich sein Steckenpferd, ist er Experte drin. Jetzt in seinem Vortrag beleuchtet er das Thema Measure and Grow, was ja eine ganz wichtige Grundlage für Business Agility ist. Also wir haben so einen kleinen Overlap zu den Themen, die der Marc jetzt auch angesprochen hat. Und der Bernd nimmt sich jetzt ein bisschen mehr Zeit, um bestimmte Aspekte da nochmal intensiver zu beleuchten. Bernd, it's your stage. Ja, danke. Ja, herzlich willkommen zu meinem Talk 10.000 PS unter der Haube, aber kein ESP, ABS und Co. Ich weiß nicht, wer sich dabei gedacht hat, wie kann man denn 10.000 PS unter der Haube haben. Ja, im Internet findet man schöne Bilder, zum Beispiel so ein Bild von so einem Truck. Also der scheint hinten drei Triebwerke zu haben und ich schätze mal, der hat doch mal 10.000 PS. Jetzt stellt euch vor, der fährt hier nicht so nur auf dem Flugplatz, sondern der fährt eben auf der Rennstrecke und dann muss er auch bremsen, lenken und sonst was alles. Die Frage ist, wie viel Kontrolle hat man über dieses Auto eigentlich, insbesondere wenn man eben kein elektrisches Stabilitätsprogramm hat oder kein Anti-Blockiersystem und so weiter. Ja, die Konkurrenz ist nämlich immer dicht auf den Fersen, sieht man hier schön an diesem Truck. Also das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass es eine einfache Fahrt wird, sondern es hat mit vielen Kurven zu tun. Es geht darum, agil zu reagieren. Ja, möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bernd Winkelstreter. Ich bin eben Management- und HR-Berater bei Kegon, wie schon Felix gesagt hat. Ich habe 29 Jahre internationale IT-Erfahrung und war da als Diplom-Informatiker unterwegs, 15 Jahre davon als Technologie-Scout für die Hardware- und Softwareentwicklung. Ja, und dann habe ich nochmal Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, weil ich einen Schwerpunkt auf Innovationskultur gelegt habe. Und da habe ich mich in dem Studium dann um Führung, agile Transformation und Agile HR gekümmert und insbesondere auch um quantitative und qualitative empirische Methoden. Insbesondere ist ein Steckenpferd von mir systemische Organisationsentwicklung. Das heißt, das, was ich heute alles zeige, ist eigentlich nur die Basis dafür, was man hinterher dann eigentlich macht. Ja, Innovation, habe ich schon gesagt, ist mir wichtig. War lange Zeit mit Innovationsmanagement involviert und bin Design Thinking Coach. Bei agilen Frameworks bin ich Scrum Master, Product Owner und bei Safe SPC und APSM, das ist der Agile Product und Solution Manager. Ja, mein E-Mail sieht man hier, zeige ich zum Schluss auch nochmal. Wer mich kontaktieren will, findet mich also bei LinkedIn oder auch bei Xing. Ja, als Agenda erstmal Motivation und Hintergrund. Warum ist das Thema überhaupt interessant? Dann, wie man Measure and Grow anwendet. Was es für Safe 5.0 spezifische Tools gibt, warum Measure and Grow eigentlich für Scaled Agile generell ist, also generell wichtig ist, also unabhängig von Safe 5.0, dann ein Fazit und ein Call to Action. Dann können wir noch diskutieren. Ja, warum ist das Ganze überhaupt wichtig? Und warum ist das gerade Measure and Grow gerade für Scaled Agile wichtig? Ja, es geht darum, eine konsistente und objektivierte Einschätzung von Scaled Agile Teams zu bekommen. Stellt euch vor, ihr habt 15 Teams und naja, die hier, das sind jetzt 7, die arbeiten eigentlich sehr gut. Dann gibt es aber auch noch ein paar Teams, so die sind so gelb, das läuft auch, aber sagen wir mal okay. Und dann gibt es ein paar Teams, die haben eigentlich echte Schwierigkeiten, nur es fällt nicht so auf. Und die Frage ist, wie kann man sowas eigentlich vorbeugen? Wie kann man hier eingreifen oder wie kann man hier den Teams ermöglichen, dass sie sich selber dann helfen oder eben um Rat, um Hilfe, Unterstützung fragen? Ja, warum ist Measure and Grow in Safe 5.0? Es wurde ja schon gesagt, dass Safe 5.0 um Business Agility geht. Das ist eben genau der Punkt. Safe 5.0 geht weit eigentlich über die Scaled Agile IT hinaus.
Im Fokus steht nämlich die Business Agility. Das ist ja das Ziel von Scaled Agile IT. Ich will schnell am Markt, schnell neue Produkte flexibel rausbringen können. Es geht darum, im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Es geht darum, schnell auf Marktveränderungen und Opportunities mit innovativen Lösungen zu reagieren. Und damit sind auf einmal alle Unternehmensbereiche betroffen, eben nicht nur die IT. Das heißt, es geht auch um Business, es geht um Technologie, es geht um die Entwicklung, es geht um den IT-Betrieb, Legal, Marketing, Finanzen, Support, Compliance, Sicherheit und so weiter. Das heißt, das sind alles Bereiche und Teams, die eigentlich nichts mit typischen agilen Methoden wie Kanban oder Scrum zu tun haben, traditionell. Alle sollten aber diese Lean-agilen Praktiken nutzen, um eben letztendlich insgesamt diese Business Agility zu erzeugen. Und es geht eben darum, kontinuierlich innovative, hochqualitative Produkte und Services zu entwickeln. Und das natürlich immer schneller als die Konkurrenz. Also Business Agility steht im Fokus von Safe 5.0. Das sieht man hier auf dem Big Picture des Safe Frameworks. Für die, die es kennen, wird das jetzt nicht neu sein. Für die, die es nicht kennen, keine Angst, ich halte jetzt keine halbe Stunde Vortrag über Safe. Es geht hier eigentlich um ganz wenige Kerndinge, die ich nur sagen möchte. Einmal geht es nicht nur um eine Skalierung von Teams, sondern auf der linken Seite, es geht auch um eine Übersetzung oder ein Brückenbauen von agilen Teams. Also hier unten sieht man ja den Product Owner, Scrum Master und so weiter, bis hoch zu den Epic Owners, den Enterprise Architects, und oben drüber sieht man dann das Enterprise oder Government im Falle von Government-Organisationen. Also die Idee ist, dass ich nicht nur skaliere, sondern auch eine Sprachübersetzung mache zwischen agilen Entwicklern und zum Beispiel dem CEO oder dem CFO, dem Vorstand und so weiter. Auf der rechten Seite sieht man dann, dass man das Safe Framework in verschiedenen Konfigurationen konfigurieren kann. Essential ist so die kleinste Variante. Die Large Solution ist halt für größere Produktentwicklung, und das Portfolio geht da jetzt darum, wenn man eben mehrere von solchen großen Produktentwicklungen machen möchte. Und es reicht an der Stelle einfach mal eine Größenordnung zu nennen, wie groß können die Projekte das skalieren. So auf der Essential-Ebene, da habe ich halt einen Train, einen Agile Release Train, da sind typischerweise bis zu 120 Leuten drin, das liegt an der Dunbar's Number, damit die sich auch noch gut untereinander abstimmen können. In Large Solution könnten im Prinzip theoretisch beliebig viele Trains zusammengekoppelt werden, aber de facto gibt es wohl in Europa zumindest keine Implementation mit mehr als vier Agile Release Trains in einem Solution Train. Das heißt, da bin ich so unter 500. Und wenn ich dann eben ein Portfolio habe, dann bin ich typischerweise über 1000 Leute. Die größte Safe-Installation weltweit hat, glaube ich, Intel, und die haben über 400 Teams. Also da ist man bei mehreren 1000 Leuten. So, und im Safe 5.0 geht es eben um diese Business Agility. Das steht im Kern, und die wird ausgedrückt durch 7 Kernkompetenzen, was man hier sieht an der linken Seite und eben da unten. Auf die 7 Kernkompetenzen gehe ich noch ein, und die bilden halt diese Business Agility. Und heute in dem Vortrag geht es hier oben rechts um Measure and Grow. Da geht es nämlich darum, wie messe ich das Ganze denn und wie kann ich das Ganze dann entwickeln. Die 7 Kernkompetenzen für Business Agility sind auf dieser Übersicht gut aufgezeigt. Einmal geht es um diese Team and Technical Agility. Da geht es darum, wie ich agile Teams betreibe sozusagen, wie die laufen, wie ich die zusammenschalte und wie die direkt Build-in-Quality erzeugen, also dass das nicht erst hinterher reingetestet wird. Bei der Agile Product Delivery geht es darum, dass ich schnell auf den Markt reagieren kann, schnell auf die Kundenbedürfnisse, dass der Kunde im Zentrum steht, dass ich in Cadence, also in Sequenzen, in Zyklen entwickle, aber jederzeit on-demand releasen kann, dass ich eben DevOps und eine Continuous Delivery Pipeline implementiere. Die Enterprise Solution Delivery Kompetenz, da geht es um eben große Systeme, was Lean System and Solution Engineering einschließt, also ein Lean QMS steckt dahinter. Es geht darum, diese Agile Release Trains und die Supplier zu koordinieren, weil ich da meistens Zulieferungen von außen habe. Und es geht darum, dass ich auch Live Systems update, sozusagen im laufenden Betrieb, wie zum Beispiel einen Satelliten oder ein Kernkraftwerk oder sowas. Also es gibt Dinge, die kann ich da gar nicht abschalten, die muss ich im laufenden Betrieb updaten.
Ja, im Lean Portfolio Management geht es um Strategy und Investment Funding, wie man ein Agile Portfolio betreibt und wie man das Lean steuert, Lean Governments. In der Organizational Agility geht es darum, dass die Menschen eben grundsätzlich Lean Thinking sind und die Teams agil. Es geht um eine agile Strategie, es geht um Lean Business Operations. Unten rechts geht es jetzt um Continuous Learning Culture. Da geht es darum, dass ich eine Lean Organization habe, dass ich rückhaltlos mich versuche immer zu verbessern, dass ich eine Innovationskultur habe. Und all das basiert eben auf der Lean Agile Leadership, wo es um Mindset und Principles geht, wo es darum geht, den Change zu führen und aber gleichzeitig auch Leading by Example, also selber ein Beispiel zu sein. So, ich habe also praktisch 7 Kompetenzfelder. Ihr seht selbst, dass die meisten davon eigentlich gar nichts mehr mit Scaled Agile Teams direkt zu tun haben. Wenn ich zum Beispiel über organisationale Agilität rede oder eine Learning Culture, geht das weit über den eigentlichen Ansatz der IT hinaus. Und Measure and Grow dient jetzt dazu, all dies für die Praxis greifbar zu machen und damit auch aktiv gestaltbar zu machen. Für wen ist Measure and Grow nützlich? Also erstmal für alle Scaled Agile Beteiligten grundsätzlich, weil es fördert nämlich die Selbstorganisation und Transparenz. Die Beteiligten können eben sehen, wo sie stehen und sich dann überlegen, wie sie sich optimieren. Das Relentless Improvement ist Teil des Lean Agile Mindsets. Und das ist eben eine der tragenden Fundamente des ganzen Safe Frameworks, wie man es hier sieht. Das Safe Lace Team ist ein Team, was davon provozieren kann. Das ist das sogenannte Lean Agile Center of Excellence. Das ist im Sinne von Quarters Organisationsentwicklung die Guiding Coalition für die Safe Transformation. Das Team treibt eben diese Umsetzung der Safe Lean Agile Way of Working und ist ein kleines cross-funktionales Team, je nach Kontext organisiert. Also das sehen wir gleich hier rechts an der Seite noch mit dem Bild. Und ein andere Zielgruppe ist natürlich Human Resources. Die können für Recruiting, Personalentwicklung und sonstige Sachen wertvolle Informationen gewinnen. Ja, hier das Bild von dem LACE-Team. Also man kann es einfach zentral organisieren oder eben dezentral oder mit so einem Hub-and-Spoke-Modell. Ja, wann ist Measure and Grow nützlich? Also aus der SAFE-Perspektive betrachtet, macht es an verschiedenen Punkten Sinn. Es gibt so eine offizielle SAFE-Implementation-Roadmap, wie man praktisch in einer Organisation SAFE einführt. Hier ist man noch im alten Wasserfallmodell, dann entscheidet man sich, Richtung SAFE zu gehen. Man bereitet die Organisation vor, implementiert dann letztendlich einen ART, einen Agile Release Train, und hier unten mehrere ARTs. Und zum Schluss geht es darum, eben Accelerate, also schneller zu werden, besser zu werden und so weiter. So, und da gibt es 3 Punkte, nämlich bevor man den ersten Agile Release Train aufsetzt, dass man sozusagen eine Grundlinie misst, auf die man sich dann beziehen kann, wie viel wird man da besser. Dann gibt es ein zweites Szenario, wo man den ersten ART, den man aufgesetzt hat und schon ein bisschen begleitet hat, dass man den misst. Wie gut ist er denn? Wie effizient setzt er das Ganze um? Und dann natürlich Szenario 3, wenn man in der Accelerate-Phase ist, dass man misst, wie hat man sich denn verbessert? Und das wiederholt man dann auch immer. Also das Szenario 3 ist dann in regelmäßigen Abständen, wird das wiederholt. Ja, ist Measure and Grow eigentlich wirklich neu? Naja, die Antwort ist nein, weil Survey Feedback ist rund 75 Jahre alt. Also wenn man in Wikipedia nachguckt, dann geht das auf Kurt Lewin zurück. Das ist einer der Helden der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und das heißt, das Thema ist nicht neu, aber es wird jetzt eben zunehmend im Scaled Agile Umfeld betrachtet und gerade jetzt eben mit SAFE.5.0. Ja, wichtig ist zu wissen, wie man Measure and Grow anwendet und vor allen Dingen auch, wie man es nicht anwendet. Ganz fundamental dafür ist nämlich, dass man es niemals zur Belohnung oder Bestrafung einsetzt. Also Belohnung heißt insbesondere kein Geld, je nachdem, wie man sich verhält, ob man eine gute Messwerte hat oder schlechte, oder dass man irgendwo für bestraft wird, wenn man irgendwelche schlechten Werte hat, weil beides ist toxisch. Beides würde sofort dazu führen, dass die Befragten nicht mehr ehrliche Antworten, sondern nur noch erwünschte Antworten geben, und damit wäre der Sinn des ganzen Tools weg. Also das darf man auf gar keinen Fall machen. Das ist nur eine Stolperfalle fürs Management. Das muss denen von vornherein klar sein, dass das nicht das Ziel des Ganzen ist.
Ja, wie läuft das ab als Prozess, wenn man Measure on Grow einführt oder durchführt? Man bereitet sich und natürlich auch die Beteiligten vor, dass sie überhaupt wissen, was da auf einen zukommt, worum es eigentlich geht und so weiter. Vielleicht muss man in Deutschland gerade, muss man auf jeden Fall den Betriebsrat einbinden. Also da gibt es Sachen zu beachten, an die man vielleicht erstmal nicht denkt. Dann ist das hier von Comparative Agility eine Aufstellung, dass man zuerst hier Daten sammelt, dann eben versucht, darin sozusagen eine Story zu finden, den Kontext versucht zu verstehen und dann vielleicht bei Einzelnen wieder nachfragt, damit man eben in die Tiefe gehen kann und qualitativ interpretieren kann, was ist denn damit gemeint. Außerdem sammelt man auch objektive Metriken und Daten wie Business Results oder sonstige Sachen. Und letztendlich folgt daraus, dass man ein oder wahrscheinlich mehrere Action-Items entwickelt, auf verschiedenen Ebenen wahrscheinlich. Und dieser Prozess wird dann immer wieder iteriert. Das ist also etwas, was dann praktisch nie aufhört. Ja, welche Tools gibt es gerade im Kontext von SAFe für Measure and Grow? Also einmal gibt es ganz einfache Tools. Tools sollte man in dem Sinne jetzt erstmal weit verstehen. Es gibt nämlich Excel-Sheets von Scaled Agile Incorporated, wo Fragen aufgeführt sind, die man beantworten kann. Und man kann das alles mit Excel-Sheets machen. Das wird natürlich auf Dauer ein bisschen mühsam. Insbesondere bei großen Trains oder bei vielen Trains stößt man da schnell an die Grenzen und das dann alles wieder zusammenzuführen. Also das ist dazu da, um vielleicht mal auszuprobieren, aber da kommt man nicht weit mit. Was man machen kann, ist, dass man das mit entsprechenden Tools bearbeitet. Und da gibt es einmal Agility Health und das andere war Comparative Agility. Bei Agility Health geht es um sogenannte Radars. Die haben nämlich immer solche Radar-Darstellungen. Und wie man hier sieht, gibt es halt 8 Radars. Das heißt, das sind die 7 Core-Kompetenzen für Business Agility plus das 8, nämlich das Safe Business Agility Radar selber. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung von den 7 anderen. Daher gibt es erstmal 7 und beziehungsweise 8 spezifisch für Safe. Bei Comparative Agility, die werben eben auch damit, dass sie offiziell von Safe unterstützt werden. Da gibt es eben auch diese 8. Die machen typischerweise keine Radar-Darstellung, die sieht ein bisschen anders aus, aber inhaltlich können die natürlich genau dieselben Sachen auswerten. Ja, von SAFe 5.0 gibt es selber dann Hilfen, je nachdem, was man da nämlich rausbekommt, wo man denn jetzt wachsen sollte, gibt es für jede Kernkompetenz Vorschläge, was man denn machen könnte. Also hier, das ist die Team and Technical Agility, TTA. Und dann schlägt halt SAFe selber vor, dass es verschiedene Lernmaterialien gibt, die man sich anschauen soll. Und es gibt hier 3 Lernlevel, also der Core-Level, den man eigentlich grundsätzlich verstehen sollte, dann Intermediate und dann Advanced. Also das heißt, man sollte erstmal hier unten durchgehen, bevor man auf die nächste Stufe geht. Also man wird nicht alleine gelassen, wenn man rausbekommt, da und da sollte ich wachsen, kriegt man bestimmte Hilfen an die Hand. Ja, generell habe ich schon angedeutet, dass man Measure and Grow aber generell für Scaled Agile einsetzen kann, also nicht nur für SAFe. Und wenn ich da erstmal anschaue, was Agility Health Radar da anbietet, reden die erstmal darüber, welche Metriken denn eigentlich überhaupt wichtig sind. Also sie unterscheiden da 3 verschiedene Grundsatzmetriken, nämlich Maturity, also da geht es eben um Reifegrade im Team Health. Wie gut sind die Teams unterwegs? Dann geht es um bestimmte Performance-Indikatoren, zum Beispiel Velocity oder Defects oder sowas, was man eben messen kann. Aber was letztendlich entscheidend sind die Outcomes, nämlich die Business-Outcomes, also vielleicht Quartalszahlen, Umsätze, neue Kunden und so weiter. So, und alles kann man messen und alles wird bei Agility Health dann ins Verhältnis gesetzt. So. Man betrachtet mehrere Ebenen. Einmal das Team. Da hat man eben zum Beispiel das Team Health und das Team Health Radar, wie man hier sieht. Wichtige Personen, die involviert sind, sind der Scrum Master und der Product Owner. Auf der Ebene von Teams of Teams schaut man sich DevOps an, die Program Health oder Art Health in SAFe. Wichtige Leute, die da involviert sind, sind die Product Managers, Agile Leaders und der ATI. Auf der Organisationsebene guckt man sich dann die Enterprise Business Agility an, Lean Portfolio Health und so weiter. Und hier sind wichtige Leute eben die Portfolio Leaders und Managers. Also das heißt, alle 3 Ebenen werden unabhängig voneinander betrachtet.
Ja, was kann man aus solchen Radars lesen? Jetzt mal ein kleines Beispiel. Das ist so das typische Team-Radar. Da geht es darum, um Clarity, dass das Team weiß, was eigentlich die Ziele sind, um die Performance, also wie man das dann auch misst. Es geht darum, welchen Einfluss Leadership hat, welchen Einfluss denn die Culture hat und dann noch so Agile Foundations Sachen. Und hier sieht man praktisch die Fragebogenergebnisse, das ist alles elektronisch. Diese schwarzen Punkte sind Ergebnisse von, was Leute da so eingegeben haben. Also eng am Zentrum bedeutet, diese Kompetenz ist schwach ausgeprägt und weit außen ist die sehr gut ausgeprägt. Wie man hier sieht, ist dieses Team hier generell schon relativ gut unterwegs, mit ein paar Ausnahmen. Und die Ausnahmen habe ich hier mal eingekringelt. Das heißt, man sieht, dass dieses Team spezifische Schwächen hat, sodass man jetzt hier Ansatzpunkte hat, das Team hier zu fördern. Beziehungsweise das Team könnte jetzt mit diesem Radar selber drauf kommen. Da sind wir irgendwie schwach. Was können wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, was man auch noch sieht, hier ist eine ziemliche Streuung dieser schwarzen Punkte. Das ist auch interessant. Das gibt es an mehreren Punkten hier. Also ich habe mal so die wichtigsten angekreuzt. Was bedeutet das? So eine große Streuung heißt, dass sich die Antworten im Team sehr stark unterscheiden. Das heißt, da ist wenig Alignment. Da gibt es offenbar unterschiedliches Verständnis, wie weit man denn da ist, ob man gut oder schlecht ist. Und das ist auf jeden Fall ein Anlass, darüber zu reden. Und generell ist das eigentlich das Wichtigste bei den ganzen Radars und ganzen Erfassungen. Wie kommt man miteinander ins Gespräch, um dann letztendlich sich weiter zu optimieren? Ja, man kann diese Team-Auswertungen dann auch noch vergleichen. Also das ist hier so ein Vergleich von verschiedenen Teams. Jede Farbe ist hier, steht für ein anderes Team. Und da sieht man auch schon deutliche Unterschiede. Es fällt erstmal auf, dass zwei Teams, dieses dunkelgrüne und dunkelbraun oder lila, sehr nah ans Zentrum rankommen. Das heißt, die haben offenbar an mehreren Stellen schon fundamentale Probleme. Das heißt, diese beiden Teams laufen nicht rund und da sehen sie auch selber so. Das heißt, zwei Teams brauchen Hilfe. Da könnte man also auf jeden Fall mal mit denen ins Gespräch gehen. Wie seht ihr das? Was bedeutet das? Was könntet ihr jetzt machen? Dann sehen wir hier, dass verschiedene Teams bei denselben Fragen Einbrüche haben. Das sieht also nach irgendwie systemischen Hintergründen aus. Es könnte zum Beispiel, also nach übergreifenden Mustern, es könnte zum Beispiel sein, dass die Kultur nicht passt oder ein Konzept generell in der Firma nicht verstanden wurde, hier wie Roadmaps oder es gibt einfach keine Roadmap, das liegt vielleicht gar nicht an dem Team, sondern irgendwie, die kriegen einfach keine vernünftigen Informationen. Da ist auf jeden Fall eine tiefere Ursachenanalyse nötig und hier kommt auch, sage ich mal, Know-how ins Spiel, wie denn ein Berater aus diesem Chart dann letztendlich ableiten kann, was man denn eigentlich tun sollte. Dann gibt es auch noch Benchmarking, also sprich, man kann sich mit ganzen Industrien vergleichen, je nachdem, welche Datenbasis bei dem Tool dahinter ist, geht das dann national oder international, global, wie auch immer, mit verschiedenen Industrien. Hier sieht man eben so die grüne Linie ist das, was die Gruppe erreicht hat und das gelbe ist der Benchmark, also an der Stelle wären sie schlechter als der Benchmark in diesen Leading the Change und Relentless Improvement sind sie besser als der Benchmark. Und da kann man eben wieder ins Gespräch kommen, was machen wir denn jetzt? Hier oben sieht man, dass man eben hier zu diesen Safe Recommendations hinkommt, was ich so eben gezeigt hatte, mit diesen drei Lernebenen und dann kann man natürlich noch andere Sachen machen. Fokus bei Agility Health sind moderierte Retros und zwar von zertifizierten Moderatoren. Das heißt, die Teams machen das zwar selber, aber es ist immer ein Moderator dabei, der eben das Konzept versteht, der auch das Tool bedienen kann. Und ohne einen zertifizierten Moderator bekommt man gar keinen Zugang zu dem Tool. Also das heißt, das ist zwingende Voraussetzung und das muss man dann machen. Das kostet auch was, also das wird lizenziert. Gegenüber ist Comparative Agility, das ist eine norwegische Firma, das andere ist eine USA-Firma, also die haben jetzt die Comparative Agility, die haben auch ein Branches in den USA, aber die kommen aus Norwegen. Und ihre spezielle Ausrichtung ist einmal, dass sie Surveys durch Domain-Experten kreieren lassen, das heißt, die haben offensichtlich wirklich international anerkannte Leute kontaktiert und die tauchen auch namentlich auf, wer das dann gemacht hat. Und die
denken sich dann sozusagen einen Fragebogen auf und wichtig aus. Und wichtig ist der, dass der dann statistisch validiert wird und die Reliabilität sichergestellt wird. Das ist aus arbeits- und organisationspsychologischer Sicht oft gar nicht so einfach. Das ist eine Riesenarbeit. Also die haben den Input von den Experten und dann sorgen sie dafür, dass der Fragebogen auch wissenschaftlichen Gütekriterien genügt. Dann haben sie Daten von über 80 Ländern. Das heißt, es ist extrem international. Das ist eine Stärke. Und in der Summe haben sie 3,5 Millionen Data Points von über 14.000 Organizations. Das heißt, das ist die größte agile Datenbasis der Welt. Also die ist wohl auch deutlich größer als die von Agility Health. Ja, ein Highlight will ich noch rausheben. Der Jürgen Hesselberg, einer der Mitgründer von Agility Health, hat dieses Buch geschrieben, Unlocking Agility. Das sollte man gelesen haben. Das ist sozusagen, wie ich ganze Organisationen in Agilität rüberführe, dass es eben nicht nur darum geht, agile Methoden einzuführen, sondern dass da noch viel mehr zugehört. Soll an der Stelle heißen, die wissen wirklich auch, worüber sie reden. Ja, dann gibt es natürlich alle möglichen Ansichtsformen, wie man diese Daten auswerten kann. Also die haben jetzt nicht typischerweise nicht diese Radars, die haben andere Darstellungen. Also hier sieht man zum Beispiel eine zeitliche Darstellung. Man sieht, wo die Stärken sind, wo die Wachstumsbereiche sind. Man sieht, wie viele Surveys da abgegeben wurden. Hier sieht man schon ein paar verschiedene von den Surveys, da komme ich gleich noch drauf. Und auch da gibt es Benchmarks. Also hier zum Beispiel vergleicht man Indien mit dem World Index und da sieht man halt, dass die Teamwork in Indien sehr gut ist, die Requirements Engineering sehr gut, das Planning auch ganz gut, die Qualität eigentlich auch ganz gut, bis auf eine Ausnahme und hier die Outcomes auch eigentlich gut sind. Aber man sieht, dass die Technical Practices irgendwie nicht so gut funktionieren und die Culture offensichtlich nicht so ganz so passt. Das ist ja auch immer wieder ein Thema auf den Safe Summits jetzt in letzter Zeit, dass die nationale Kultur durchaus in die Safe Implementation mit reinspielt. Ja, eine interessante Darstellungsform ist noch die Benchmark Impact Matrix. Das sind sozusagen dieselben Daten nochmal anders aufbereitet. Und zwar ist auf der X-Achse die Performance. Also links sind so die Low-Performance-Teams, rechts sind die High-Performance-Teams. Auf der Y-Achse ist die Kohäsion, also wie zusammenhängend sind denn die Ergebnisse. Also wenn die sich alle einig sind, liegen sie oben. Wenn die sehr unterschiedliche Dinge ankreuzen, liegen sie unten. Also das ist diese Streubreite in diesem Diagramm. Und da sieht man halt hier, dass es vier Quadranten gibt, also hier, wo man praktisch das Problem dann versuchen muss zu mildern, weil es nämlich sowohl niedrige Performance gibt als auch wenig Kohäsion. Hier wäre die Kohäsion schon besser, aber die Performance immer noch schlecht. Hier ist die Performance schon ganz gut, aber das Alignment fehlt halt. Und hier oben, das sind sozusagen die Superteams, die sowohl hohe Performance bringen, als auch eine gute Kohäsion haben, wo alle auch eine ähnliche Sicht davon haben, wie es denn läuft. Ja, grundsätzlich ich habe mit dem Jürgen gesprochen und er sagte so im Scherz, sie sind das Spotify of Continuous Improvement. Was er damit meint, ist, es gibt eine ganze Menge von Radars und die werden auch von Collectors, nennen die, also praktisch Fragebogen, und die werden auch ständig erweitert. Und ich habe mal hier die angemerkt, die aus meiner Sicht direkt im agilen Kontext sind. Die anderen spielen irgendwie so indirekt mit ein, sondern man sieht, es sind sehr, sehr viele. Und es sind auch, hat ein sehr breites Spektrum, also von, ich sag mal, Comparative Kanban, hier bis Budgeting oder Marketing, hier ist Leadership, hier gibt es um HR, da oben geht es um Psychological Safety, da geht es um Mindset, hier unten geht es dann um Safe. Also das heißt, das Spektrum der Collectors ist sehr, sehr groß und man kann explizit auch noch seine eigenen Assessments einbauen. Ja, und noch, also Spotify deswegen, weil sie eben ein Flatrate-Modell anbieten. Das heißt, wenn man sich einmal dafür registriert, kommt man in den Genuss aller neuen Radars automatisch mit. Das ist eben so ähnlich wie bei Spotify. Ja, ein Vergleich der beiden Tools, der kann natürlich nur subjektiv erfolgen. Agility Health, fange ich mal mit an. Der Fokus ist aus meiner Sicht eine umfassende Tool-Integration mit vielen grundlegenden Agility-Radars. Es gibt Safe-spezifische Radars. Es gibt
einen Prozess, der toolgestützt ist, der ist in dem Sinne standardisiert, also mit der Moderation in den Teams, und dann kommen da Action-Items raus für das Team selber, aber auch für das Management, also das ist alles vorgegeben. Und das führt eben dazu, dass eine transparente Nachverfolgung der Aktionspunkte von vornherein mit eingebaut ist. Und es wird eben explizit das Management mit eingebunden, und zwar über den OKR-Mechanismus. Da kann man also die OKRs des Managements mit eingeben und eben diese Organization-Items, die die Teams nach oben melden, was dann das Management bitte angehen sollte. Also das heißt, da sind die agilen Teams mit eingebunden und auch das Management. Aus meiner Sicht ist die Betonung bei Agility Health Radar die Hochwertigkeit der Ergebnisse, also nicht der Räderergebnisse der Messungen, sondern dessen, was man damit erreichen kann. Also der Fokus liegt deswegen auf moderierten Team-Retros, dass nicht irgendjemand so einen Retro macht, sondern der muss schon geschult und zertifiziert sein. Deswegen sind diese zertifizierten Facilitators auch zwingend notwendig. Und das klare Gesamtziel ist, messbar höhere Business Outcomes, deswegen die Hochwertigkeit. Also wenn ich durch dieses Measure and Go hinter den Umsatz um 10 Millionen steigern kann, dann ist das Tool letztendlich diese 10 Millionen wert. So viel kostet es natürlich nicht, aber das ist die Fokussierung auf die Hochwertigkeit. Deswegen kann man auch sagen, dass Agility Health ein sehr gutes Marketing hat und insbesondere die Entscheider adressiert, und aber auch ein hochpreisiges Lizenzmodell. Also die argumentieren eben genau damit, dass was hinten rauskommt, ist ja viel wert, und deswegen ist es auch okay, wenn man gut hochpreisige Lizenzen bezahlt. Vorteile sind, dass das eine sehr durchgängige Tool-Landschaft ist und dass der Brückenschlag von agilen Teams bis zum Management-Level geschafft wird und da eben keine Action-Items verloren gehen. Im Vergleich dazu ist Comparative Agility ein bisschen anders fokussiert, nämlich auf der Vielfalt der Analyse-Tools. Und zwar werden die durch viele prominente Field-Experts erstellt und dann auch wissenschaftlich validiert. Es gibt SAFe-spezifische Surveys und es gibt eben ein großes Spektrum agiler und anderer Analyse-Tools, das eben ständig erweitert wird. Sie haben weltweit die größte agile Datenbasis und betonen eben auch die Mehrsprachigkeit. Und aus meiner Sicht liegt die Betonung auf einer individuellen, flexiblen Beratung. Also während bei Agility Health alles toolgesteuert ist und damit ist der Prozess im Grunde genommen vorstrukturiert, ist das hier sehr individuell. Es gibt auch keine formelle Beraterzertifizierung, aber es gibt eine leichte Einarbeitung in das Tool mit einer integrierten Knowledge Base. Also das heißt, wenn man irgendeine Situation hat, gibt es dann Informationen, wie denn diese Daten zu interpretieren sind oder was man damit machen kann. Ab der Erfassung und dieser Interpretation ist es eben ein sehr flexibler Prozess. Da ist kein Tool mehr da, das muss man dann selber machen. Das kann man dann eben zum Beispiel in Jira oder so machen. Man kann eben auch eigene Surveys machen. Und aus meiner Sicht ist es ein betont partizipativer Prozess, also nicht nur in den Teams, das ist ja bei Agility Health auch so, sondern man spricht hier eben auch ausdrücklich von Großgruppenmoderation, also einem modifizierten Open Space. Und das heißt, der gesamte Prozess ist, glaube ich, noch mehr partizipativ als bei Agility Health. Vorteile sind, dass es eben ein sehr breites Analysespektrum gibt, was ständig erweitert wird, und eben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man hat eben eine Flatrate, analog zum Spotify-Modell. Und wenn man sich die Lizenzkosten da mal anguckt, sind die dramatisch geringer als bei Agility Health. Wir haben auf der anderen Seite nicht so ein gutes Marketing, das muss man auch sagen. Ja, Fazit und Call to Action. SAFe 5.0 geht weit über Scaled Agility hinaus, weil es geht im Kern um Business Agility. Business Agility umfasst 7 Kernkompetenzen und Measure and Grow macht sie messbar und transparent. Ohne Measure and Grow würde SAFe sehr viel Potenzial verschenken, weil man sich dann gar nicht orientieren und verbessern könnte. Measure and Grow ist aber generell für Scaled Agile wichtig, also nicht nur für SAFe. Es unterstützt die Transparenz und Objektivität. Es fördert die Selbstorganisation und kontinuierliche Verbesserung. Und das Prinzip passt eben für alle Scaled Agile Frameworks. Der Call to Action aus meiner Sicht ist, Scaled Agilists sollten Measure and Grow kennen und aktiv nutzen. Und wenn man das jetzt mal bildlich betrachtet, dann hat man dieses 10.000 PS Fahrzeug
Aus meiner Sicht sollte das immer mit ESP, ABS und Co. fahren, also sprich Measure and Grow. Wenn man noch mehr PS hat, dann braucht man auf jeden Fall Measure and Grow, dann kommt man nicht weiter. Raketen, die zum Mars fliegen, haben, weiß ich nicht, Millionen PS wahrscheinlich. Ja, soweit zum Talk. Jetzt können wir in die Diskussion einsteigen. Okay, danke Bernd. Interessanter Vortrag, knüpft schön an den letzten Vortrag an. Wir haben schon eine Frage im Chat, oder? Peter? Genau, der Daniel stellt eine Frage, die spezifisch auf das Vergleichen von Teams abzielt, inwiefern man denn Teams überhaupt vergleichen kann, wenn sie doch unterschiedliche Produkte und Komponenten bedienen und auch unterschiedliche Kompetenzen haben. Ist das nicht eher hinderlich, eine Velocity zu benutzen, um Teams und deren Output miteinander zu vergleichen, ist ja auch nicht gerade sinnvoll. Ja, ich würde sagen, dass in den Radars, also das ist jetzt immer die Frage, ob das jetzt diese Safe-spezifischen Fragen sind, die werden ja von Scaled Agile vorgegeben, aber sowohl Agility Health als auch Comparative Agility haben ja auch eigene Team-Radars. Da geben die halt die Fragen vor und das sind halt so allgemeine Sachen, die dann eben auf agile Teams aller Couleur sozusagen anwendbar sind. Also die sind so generisch gestellt, dass da das schon Sinn macht. Und es dient ja letztendlich auch nicht darum, es geht ja letztendlich nicht darum, du bist gut oder du bist schlecht, sondern es geht ja erstmal darum, um eine Selbstreflexion, um dann eine Möglichkeit zu haben, sich selber zu verbessern, dass man eben nicht im Blindflug sozusagen durch den Nebel fliegt, sondern dass man überhaupt erstmal ins Gespräch kommt. Also von daher sollte eben keine Bewertung, keine Verurteilung oder Belohnung oder so daraus erfolgen. Also das zielt eigentlich auch so in die Richtung, mit der ich mich da beschäftigt habe oder die Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar, ja, was machen wir denn jetzt mit den Bewertungen? Also soll es jetzt ans Management gehen und das Management räumt dann mal auf, sagt, ihr seid schlecht in dem Thema, jetzt kriegt ihr eine Woche Zeit und danach möchte ich bessere Ergebnisse sehen? Oder wie geht man damit um, mit diesen Informationen? Ja, also damit die Sachen ehrlich ausgefüllt werden, muss aus meiner Sicht eine hinreichende Anonymisierung stattfinden. Also ich sage mal, wenn von mir aus das Lace-Team noch sieht, vielleicht noch sieht, welches Team was abgegeben hat, dann sollte es weiter oben, nach weiter oben nicht rausgegeben werden. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass diese Psychological Safety gegeben ist. Also man kann höchstens nach oben anonymisierte Auswertungen rausgeben, also von mir aus die Spannbreite der Ergebnisse ist von super schlecht bis super gut oder eben alle Teams sind im grünen Bereich oder sowas. Das kann man sicherlich nach oben mitteilen, um vielleicht dann auch Budgets für Fortbildung oder so locker zu machen. Aber es darf auf keinen Fall so sein, dass die Leute Angst haben, da irgendwas einzufüllen, weil sonst geht die Funktion des ganzen Tools verloren. Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, oh, auf diese kritische Frage vom Daniel, dass du geantwortet hast, das sind ja so generische Kriterienlisten und die sind eigentlich immer hilfreich und so weiter und so fort. Aber wie stellen wir das eigentlich sicher, dass die Kriterien und die Metriken, die wir da erheben, die richtigen Metriken sind? Also auch unsere Art, wie wir arbeiten, unser Kontext, der verändert sich ja die ganze Zeit. Also wenn ich jetzt sage, oh, vielleicht sind wir im Taktsystem heute und das ist total gut für uns, aber in einem Jahr ist vielleicht ein Flusssystem ganz ohne Takt viel hilfreicher und dann gehen natürlich Fragen, die auf das Taktsystem abzielen, ins Leere. Also was sagen diese Ansätze über diese Herausforderung, über dieses Problem, dass die Kriterien als solche gegebenenfalls nicht passend sind? Ja, also ich sag mal, ich glaube, da muss man einmal unterscheiden zwischen den Radars, die jetzt speziell für Safe sind, weil die werden ja von Scaled Agile vorgegeben und die testen eigentlich primär sozusagen auf das Framework ab. Also von mir aus wird regelmäßig eine Retrospektive gemacht oder wird regelmäßig eine PI-Planung gemacht, ist die Roadmap klar und so weiter. Also das heißt, das sind alles Sachen, die aus dem Framework hervorgehen. Und letztendlich stellt die Beantwortung der Fragen eigentlich sicher, dass man verstanden hat, was man eigentlich alles machen müsste.
Von daher, wenn man da in allen Fragen letztendlich gute Antworten gibt, dann hat man das Framework, glaube ich, gut verstanden und im Griff. Und wenn man eben unsicher ist bei manchen Fragen, dann geht es eben darum, dass ich das Framework an der Stelle noch nicht verstanden habe. Wenn das mehr so, und das Framework ist halt so vorgegeben und so generisch, wie es halt ist. Und bei den anderen Sachen, da geht es eben auch um vielleicht eher psychologische Fragen, also insbesondere wenn ich jetzt über Psychological Safety oder sowas rede oder Leadership und so weiter. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass das grundlegende Fragebögen sind, die letztendlich von Field Experts entwickelt werden. Deswegen, da betont ja Comparative Agility sehr stark, dass sie mit wirklich internationalen Experten zusammenarbeiten. Also zum Beispiel beim HR-Thema arbeiten sie mit der Fabiola Eiholzer zusammen, die sich halt schon da bei SAFE und HR ziemlich hervorgetan hat. Also das heißt, sie suchen sich über die Kompetenz der Partner, stellen sie sicher, dass letztendlich da die richtigen Fragen gestellt werden. Das wird jetzt auch machen, aber da sind, glaube ich, die Namen der Autoren der Radars, glaube ich, nicht public. Okay. Es gibt ja auch diese Self-Assessment-Kriterienlisten, die eigentlich auch Basis für die ersten Versionen von diesen Radars waren. Ja. Also die man auch über die Safe-Webseite runterlesen kann. Und was ich da in der Praxis immer wieder sehe, was auch schön ist, ist, dass man dann Kriterien ergänzt. Also wenn man dann sieht, aha, wir sind jetzt im Hardware-Umfeld, dann habe ich ja möglicherweise spezielle Herausforderungen, die ich vielleicht auch abfragen möchte. Also wie gut ich damit umgehen kann. Kann man bei diesen zwei Standardansätzen auch eigene Radare entwerfen oder ist das nicht möglich? Ja, also bei Comparative Agility wird sehr prominent auf der Seite gezeigt. Das hatte ich auf der einen Folie gezeigt. Bei Agility Health gibt es wohl auch so eine Möglichkeit, dass man sowas machen kann. Man hat halt nur das Problem, sobald man da eben, ich sag mal, wenn ich jetzt eben da Sachen reinschreibe, die ich faktisch sehr einfach beantworten kann. Von mir aus mache ich in jedem Sprint mache ich eine Retrospektive. Das ist eine Sache, die ist relativ leicht verständlich und nicht leicht missverständlich. Sobald ich anfange, irgendwelche Fragen zu stellen, wie mein Chef leitet agil oder so oder führt agil, das ist etwas, wo man dann wissenschaftlich validieren müsste. Das heißt also, solange ich die eigenen Fragebogen um Sachen ergänze, die faktisch sehr klar sind, wo es praktisch keine Missverständnisse geben kann, wie man die dann auszufüllen hat, ist das einfach. Sobald man jetzt solche faktischen Fragen verlässt, kommt man in diese wissenschaftliche Validierung von Fragebogen rein und die ist nicht trivial. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage, vielleicht auch an euch beide gerichtet, denn dieses Thema Business Agility ist ja mit SAFE 5.0 also vergleichsweise neu, also zumindest in SAFE implementiert und damit dieses Measure and Grow ja wohl auch. Mich würde mal interessieren, welchen Stellenwert hat das denn in den Unternehmen, wo ihr SAFE-Implementierungen begleitet? Also nicht welchen sollte es haben, auch eurer Sicht nach, sondern tatsächlich in der Praxis, wie wird das angenommen, wie wird das gelebt, gewichtet? Bernd, magst du anfangen? Also aus dem, was ich so weiß, ist das alles noch sehr zurückhaltend, sage ich mal. Was ich eigentlich nicht verstehe, weil ich habe Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und ich sage mal, empirisch gestützte Organisationsentwicklung ist das A und O, weil das objektiviert halt alles. Da komme ich halt als Berater rein und mache eine Fragebogenerhebung und sehe da Dinge, die einer sonst weiß, wenn er 10 Jahre da gearbeitet hat. Und jetzt mit den ganzen Remote-Tools kann ich das natürlich auch remote und international machen. Ich muss also noch nicht mal dahin. Also von daher ist, glaube ich, dass die Sensibilisierung bei den Kunden noch nicht so da, ist aber eigentlich nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Weil letztendlich, vielleicht sind die alle noch so mit der Einführung von SAFE beschäftigt und dann kommen sie irgendwann drauf, jetzt müssen sie sich noch weiter optimieren. Ich weiß nicht, ich hoffe das. Ja, Felix, was meinst du? Ja, also ich kann das auch teilen, deine Einschätzung. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel in Angeboten oder in den Vorgesprächen auch auf das Thema Benchmarking hinweisen oder dass wir zumindest mal ein Baseline ziehen, also mal so grob erheben. Also wirklich das
gröbste Erfassung da mit Business Agility, die möglich ist, zu sagen, ja, wie stehen wir denn so generell da und wie ist denn das Stimmungsbild in der Führungsmannschaft, die ja dann auch die Veränderung verantworten muss. Also das ist halt auch wichtig, um sagen wir mal, zu zeigen oder ein Alignment drauf zu bekommen, wo haben wir jetzt die großen Probleme, weil sonst arbeitet man an einem ganz anderen Bereich und hebt dann die Low-Hanging Fruits gar nicht oder was heißt, hebt pflückt sie nicht. Es ist für mich auch erstaunlich, wie viel man darüber diskutieren muss, weil die Erwartungshaltung ist, also es ist wirklich irre manchmal, ja, du gehst hin und sagst, ach, da ist doch safe, lass uns doch safe machen und dann wird alles gut. Aber man macht ja nicht safe, um safe zu machen, sondern man möchte ja dafür sorgen, dass das schneller Wert produziert werden kann, dass das Unternehmen besser funktioniert. Und da muss man halt mal gucken, wo es nämlich heute stockt. Und dann hast du bei der Implementierung von Safe hast du immer zu viel zu tun. Und dann mit dieser Information, wo die Knackpunkte versteckt sind, weißt du, auf welche Themen du dich fokussieren solltest. Und sonst bist du wirklich im Blindflug unterwegs. Und das ist in diesen Vorgesprächen, in der frühen Phase von der Safe-Implementierung ganz wichtig, dass man dafür sensibilisiert. Mhm. Okay, vielen Dank. Gut, ich gucke nochmal gerade. Es gibt, glaube ich, keine weiteren Fragen aus dem Chat. Und insofern denke ich, dass wir eigentlich heute ganz gut mit sehr interessantem Input durch den Tag gekommen sind. Dir, Bernd, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und für die interessanten Einblicke, dieses neue, vergleichsweise neue Thema, was ja an sich eine Selbstverständlichkeit sein sollte und jetzt eben auch Hand und Fuß bekommt. Ja, also Bernd, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Hat einen Einblick in die Welt von Measure & Grow gegeben und welche Produkte sich da jetzt auch eignen, um das dann nicht selbst alles erfinden zu müssen. Und ich wünsche dir noch viel Spaß jetzt bei den letzten Zügen der Konferenz. Ja, genau. Okay, euch auch. Danke. Danke sehr. Tschüss.